Mann, ich hätte ja jetzt übelst Lust auf eine leckere Pizza, aber in der Kühltruhe ist ja auch keine mehr. Und liefern dauert beim Giovanni eh immer lange, ey. Also werde ich mal selbst rüber zu Giovanni getreu, der Devise selbst ist der Mann, und eine Pizza holen. Mensch, 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 wo bleibt denn der Werner? Na Mann, der ist jetzt schon 20 Minuten bei Giovanni drin. Was macht denn der so lange? Alt gibt's da doch nur Wein und irgendwas Undefinierbares, aber naja. Und den gibt's da auch erst ab einem Bestellwert von 25 Euronen. Saukälte! Oh nee, hey, der Lenny, Mensch, Lenny, Alter, was machst denn du hier bei Giovanni? Ich dachte, du willst hier nicht mehr. Ich dachte schon, ich bringe keine 2000 Pferde mehr da rein, seitdem er dich mit dem Wein beschissen hatte. Für die eine Bestellung, 24,99, da hat dir nur 1 Cent gefehlt an 25 Euro und zack, hättest du eine Flasche Wein gratis gehabt. Ach nee, der Herr Mohart verlässt im Herbst auch mal seinen Bunker wieder, um das Licht der Welt zu erblicken. Naja, Licht kann man ja gar nicht so nennen, ist ja schon 22 Uhr. Naja, ich mag's halt, nicht so kalt. Außerdem ist es erwiesen, dass 45% der Unfälle im Herbst und Winter passieren. Die Chance, dass man sich durchs Ausrutschen was bricht, ist 3-mal größer, als dass man durch einen Krampf beim Schwimmen ertrinkt. Wo hast denn das schon wieder her? Kam da auf Discovery endlich die Reportage, Mann? Mensch, du sollst ja doch mal anrufen, wenn die drauf ist. Ach Quatsch, das stand in der Bildzeitung. Hä? Seit wann ist denn bei dir wieder der Wohlstand ausgebrochen? Du hast doch gesagt, seit du eine Stütze kriegst, kannst du dir das nicht mehr leisten. Na, das ist doch Lego, Alter. Wir bekommen doch bald eine 5-Euro Lohnerhöhung. Ey, Mensch, da kannst du dir richtig was von leisten. Und seitdem der Luxus beschlossen wurde, dachte ich mir, es wird mal wieder Zeit, mir das Schundblatt zu kaufen. Und außerdem bin ich durch Werners Trinkgeld schon fast überbezahlt. Apropos Werner, der ist jetzt ungeschlagene 20 Minuten bei Giovanni und soll für mich eine Pizza con Sale holen. Mann, 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 der wird doch nicht die 5 Euro da versaufen. Ach so, nun verstehe ich. Du bist deinem Motto also doch treu geblieben und hast also Werner reingeschickt und nun ist der schon seit 20 Minuten da drin? Echt übel. So sieht's aus, Mohart, aber langsam mache ich mir echt Sorgen, dass dem vielleicht was passiert ist. Du weißt doch, sobald der nur einen Schluck Alk bekommt, bekommst du den da nicht mehr raus. Und dann bin ich schon seit 24 Minuten hier draußen und es kamen 5 Leute, aber kein Werner. Nur einer, der aussah wie Werner, da stellte sich raus, dass der nur einer im Halloween-Kostüm war, die das Teil Probe tragen wollten, so Freddy Krüger-mäßig. Stimmt, weißt du noch, letztes Halloween, als Werner vor mir stand, mit einer Sonnenbrille auf und mit einem Hut? Oh Mann, ja, das war genial, aber das ist ja andere Geschichte, wir wollen da langsam mal echt reinschauen, wo der bleibt. Hey, Giovanni, alter Halsabschneider. Hallo, Giovanni, Pizzagott, was geht denn ab? Hä? Sag mal, Lenny, ist ich wirklich hier richtig? Ja, Mensch, was geht denn hier ab? Wieso hat er denn nur noch Dönerfleisch? Mann, Mann. Und so, ach, schau mal da kostet der Salat 3 Euro und nicht mehr 2,99. Das ist ein Halsabschneider. Giovanni ist ja nicht da. Und hey, Werner steht da und schneidet Dönerfleisch? Hey, Giovanni, aber Werner, was machst du denn hier? Bist du doch selber schuld, Wernerchen. Ich meine, hey, seit wann bist du denn so leichtgläubig? Mensch, Werner, da bist du auf den ältesten Trick der Welt reingefallen. Hey, Giovanni macht sich jetzt gerade einen bunten und du machst ihm seine Arbeit. Aber das scheint gut zu laufen. Viel Kundschaft ist ja da. Na komm, Werner, wir helfen dir. Was soll man machen? Okay, also ich soll die Dönergrillmaschine bewachen und Fleisch abschneiden und Mohart soll das berühmte Dönerwaffeleisen befüllen. Kein Ding, das machen wir. Ja, hab ich ja schon. Die ersten 3 Fadenbrote sind schon drin. Oha, der Fleischgrill ist ausgegangen. Werner, mach mal das Teil aus. Pass auf, sag mir Bescheid, Werner, wenn das Ding wieder an ist. So, mal testen, da. Ach so, der Stecker war draußen. Werner, du musst ja auf Schmerzen stehen. Ich meine, hey, du hältst deine Hand direkt in den Grill. Boah, mutig. Hat eben sicher übelst wehgetan. Und rot ist das Ding auch noch, ey. Boah, Lenny, hol doch mal bitte schnell Eis aus der Kühltruhe. Ja, mach ich sofort. Mann, der Werner. Leg die Hand erstmal auf den Tisch. So, ihr wollt also noch 2 Döner, ja? Mit allem, okay, also dann noch die 2 Fladenbrötchen in den Assi-Toaster da rein und drauf drücken. Mensch, das geht ja schwer. Boah, na warte, ich drück mal. Werner, was zappelst denn du so rum, ey? Ich kann mich hier nicht konzentrieren. Ach du Scheiße, Mohart, du Freak, du hast Werners Hand im Fladenbrottoaster eingeklemmt. Hey, sag mal, klickt's noch? Mann, das musst du doch merken. Ja, das hat geknackt und so, ging auch übelst schwer zu und da habe ich halt noch doller zugedrückt. Wusste ohne, dass der Werner seine Pfoten da drin parkt. Da hast recht, Mohart. Hier, Werner, dein Eis, Alter. Ich glaube, die Hand kannst du erstmal vergessen. Und ich schlage vor, wir vergessen das alles hier und dann geht ab in die Schenke. Der Giovanni soll sein Zeug alleine machen. Guter Plan. Aber da Giovanni ja nicht da ist, nehmen wir uns auch gleich 2 Flaschen mit. Brillante Idee. Ich meine, hey, unsere 5 Minuten Aushilfe ist nicht umsonst. Dann nehmen wir los in die Schenke. Ganz genau. Berlin. Du bist so wunderbar.